Auch wenn wir sie im wirklichen Leben nicht kannten, kann der Tod eines Prominenten doch sehr persönlich sein. Von Filmstars über Sportler bis hin zu Musikern, die die Welt verändert haben. Hier sind einige der Prominenten, die wir im Jahr 2023 verloren haben. Am 7. Januar wurde der 54-jährige Adam Rich, der jüngste Star der 70er-Jahre-Komödie Eight is Enough, tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Rich spielte von 1977 bis 1981 die Rolle des kleinen Bruders Nicholas in Eight is Enough. Der Schauspieler mit dem markanten Pagenschnitt hatte später Gastauftritte in Love Boat und Code Red, bevor er in den 80er Jahren in Projekten wie Gunshy und Dungeons & Dragons mitwirkte. Als junger Erwachsener geriet Rich in Schwierigkeiten mit Drogen und wurde 1991 verhaftet, als er versuchte, eine Apotheke auszurauben. In einem Interview mit People sagte Rich, nachdem er fast an einer Überdosis Valium gestorben war, "Was ich durchgemacht habe, kann man nur verstehen, wenn man es selbst erlebt hat." In jüngerer Zeit hielt sich Rich aus dem Rampenlicht heraus und hatte seinen letzten Auftritt auf der Leinwand im Jahr 2003, als er sich selbst in Dickie Roberts Kinderstar mitspielte. In einem bittersüßen Instagram-Post aus dem Jahr 2021 schrieb Rich: "Ich bin dankbar für die Freude, die ich bei der Arbeit an Eight empfunden habe. Ich hoffe, es hat euch auch Freude bereitet." Der Rockgitarrist Jeff Beck ist am 10. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Ein Statement auf seiner Instagram-Seite enthüllt: "Nachdem er plötzlich an einer bakteriellen Meningitis erkrankt war, ist Jeff gestern friedlich verstorben. Seine Familie bittet um Privatsphäre, während sie diesen schrecklichen Verlust verarbeitet." Beck wurde berühmt, als er Eric Clapton bei den Yardbirds ersetzte. Später gründete er die Jeff Beck Group und Beck Bogart & Appice. Als einer der angesehensten Gitarristen seiner Generation wurde Beck zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame für seine Beiträge zur Musik aufgenommen. In Jazz, in Fusion, in Rock, Blues, he could do it all. Viele seiner ehemaligen Kollegen teilten online ihre Wertschätzung für Beck. Rod Stewart tweetete: "Jeff Beck war auf einem anderen Planeten. Er war einer der wenigen Gitarristen, die, wenn sie live spielten, mir tatsächlich beim Singen zuhörten und darauf reagierten." Elvis Presleys einziges Kind, Lisa Marie Presley, starb am 12. Januar im Alter von 54 Jahren. Zuvor war sie nach einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Elvis Presley starb, als Lisa Marie erst 9 Jahre alt war. Später wurde sie eine eigenständige Singer-Songwriterin und veröffentlichte 3 Alben. Doch ihr Privatleben stand oft im Vordergrund. Presley war einst mit dem globalen Superstar Michael Jackson verheiratet, hatte 2 Kinder mit dem Musiker und zweiten Ehemann Danny Keough, heiratete ein drittes Mal, nämlich den Schauspieler Nicolas Cage, und bekam Zwillinge mit ihrem 4. Ex-Mann Michael Lockwood. Presley wurde in der Nähe ihres Vaters in Graceland beigesetzt, neben ihren verstorbenen Sohn Benjamin Keough, der 2020 im Alter von 27 Jahren durch Selbstmord starb. Lisa Marie Presley was an icon, a role model, a superhero to many people all over the world. Der Dancing with the Stars-Juror Len Goodman starb am 22. April an Prostatakrebs, der sich auf seine Knochen ausgebreitet hatte. Er befand sich seit kurzem in einem Hospiz in Großbritannien und war nur wenige Tage vor seinem 79. Im Jahr 2004 wurde der 60-jährige Tanzlehrer aus dem Londoner East End berühmt, als die britische Reality-Wettbewerbsshow Strictly Come Dancing in letzter Minute einen Experten als Juror brauchte und einer ihrer professionellen Gesellschaftstänzer ihn empfahl. If you don't get 4 tens for that, I'm gonna go home and pickle me walnuts. Einen ähnlichen Glücksfall erlebte Goodman, als er für das amerikanische Pendant Dancing with the Stars gebucht wurde. Goodman flog jede Woche über den Atlantik, um an beiden Shows teilzunehmen, bevor er sich entschloss, in den Vereinigten Staaten zu leben. Im November 2022 zog er sich zurück, um sich auf seine Familie zu konzentrieren und mehr Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen. Goodmans Managerin Jackie Jill bestätigte die Nachricht in einer Presseerklärung. Len Goodman war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater, der von seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten, schmerzlich vermisst werden wird. Der Tänzer Derek Hough, der Goodman seit seinem 12. Lebensjahr kannte und später mit ihm bei Dancing with the Stars zusammenarbeitete, äußerte sich im Podcast Wind Down with Jenna Kramer schockiert und traurig. "Wir kannten den Ausmaß seiner Krankheit nicht. Wir hatten keine Ahnung vom Ausmaß, denn das war für uns alle ein großer Schock. Und es ist unglaublich traurig.
Jerry Springer, der König der amerikanischen Talkshows, starb am 27. April im Alter von 79 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Springers ungewöhnliche Karriere führte ihn von der Politik zur Unterhaltung. 1977 war er Bürgermeister von Cincinnati und wurde später Nachrichtensprecher, was zu seiner kontroversen Talkshow The Jerry Springer Show führte. Der Tageshit mit Schlägereien, Vaterschaftstest und Boulevarddramen lief von 1991 bis 2018 über 3370 Folgen lang. Sie sorgte im Laufe der Jahre für viele Diskussionen und inspirierte sogar ein Musical Jerry Springer – The Opera. In einem Interview mit CNN reflektierte der Moderator über die Moral seiner eigenen Sendung und führte ihren Erfolg auf Eskapismus zurück. Er fügte hinzu, dass sich das gezeigte Drama nicht so sehr von dem unterscheide, was man in den Schlagzeilen der Zeitungen finde. Der einzige Unterschied ist, dass die Leute in meiner Sendung nicht berühmt sind. Why has this show lasted for 26 years. Well, first it's stupid and you know, it's got a niche. Ein Freund der Familie erinnerte sich. Jerrys Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, war das Herzstück seines Erfolgs bei allem, was er unternahm. Sei es in der Politik, im Rundfunk oder einfach nur im Scherz mit Menschen auf der Straße, die ein Foto wollten. Der Schauspieler Marlon Wayans postete auf Facebook einen Rückblick auf seine Teilnahme an Springer Show und schrieb dazu: Ruh dich gut aus, Kumpel. Wir werden alle singen. Jerry, Jerry, Jerry. Die legendäre Sängerin Tina Turner ist am 24. Mai im Alter von 83 Jahren gestorben. Bekannt als The Queen of Rock and Roll verbrachte Turner ihre letzten Tage in ihrem Haus in der Schweiz. Turner hatte im vergangenen Jahrzehnt verschiedene gesundheitliche Probleme und erhielt 2017 eine Nierentransplantation von ihrem Ehemann Irvin Bach. Die Nachricht wurde auf ihrer offiziellen Instagram-Seite bekannt gegeben, wo es hieß: Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Leidenschaft für das Leben hat sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert. Heute nehmen wir Abschied von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt, ihre Musik. Die internationale beliebte Sängerin, die als Anna May Bullock in Nutbush, Tennessee geboren wurde, wurde zum Star, als sie an der Seite ihres Ex-Mannes Ike Turner an Songs wie Proud Mary und River Deep Mountain High arbeitete. Nachdem sie ihre missbräuchliche Ehe mit Ike entkommen war, erfand Tina sich als Solokünstlerin neu und hatte große Hits, darunter What's Love Got to Do with It. Als Schauspielerin trat sie in Filmen wie Mad Max Jenseits der Donnerkuppel von 1985 auf. Und ihre Autobiografie inspirierte eine preisgekrönte Filmbiografie mit Angela Bassett in der Hauptrolle. Auf die Nachricht von ihrem Tod hin twitterte der ehemalige Präsident Barack Obama: Tina Turner war rau, sie war kraftvoll, sie war unaufhaltsam. Sie hinterlässt ihren Ehemann und zwei ihrer vier Kinder, nachdem sie in den letzten Jahren auf tragische Weise ihre Söhne Craig und Ronnie verloren hat. Am 1. Juni erfuhren die Fans von Bats Wild 'N Out schockiert vom plötzlichen Tod von Jackie O im Alter von 32 Jahren. Der Star, der 5 Staffeln lang in der Show mitgespielt hat, wurde am 31. Mai in einem Hotel in Miami bewusstlos aufgefunden. Sie wurde ins Mercy Hospital eingeliefert, wo sie schließlich für tot erklärt wurde. Ihr Partner, der Wild 'N Out Star DC Youngfly, wandte sich am 2. Juni an die Öffentlichkeit und teilte People mit, dass er die Unterstützung für ihn und ihre drei Kinder zu schätzen weiß, Nova, Nala und Prince, und bat um Privatsphäre, um trauern zu können. Ein weiteres Mitglied der Besetzung, B. Simone, zollte Jackie auf Instagram Tribut und postete: Du warst eine erstaunliche Freundin, Unternehmerin und vor allem eine phänomenale Mutter. Du hast hier unten ein Dorf, das immer dafür sorgen wird, dass deine Kinder wissen, was für eine außergewöhnliche Frau ihre Mutter war. Der Schauspieler Treat Williams starb im Alter von 71 Jahren, nachdem er am 12. Juni bei einem Verkehrsunfall von seinem Motorrad gestürzt war. Die örtlichen Rettungsdienste in Vermont teilten mit, dass Williams mit dem Flugzeug von der Unfallstelle gebracht wurde und dass er der einzige Verletzte war. In 5 Jahrzehnten hat der Charakterdarsteller an Hunderten von Projekten mitgewirkt. Seinen großen Durchbruch hatte er 1979 in der Verfilmung des Musicals Hair. Es folgten Filme wie
wie Es war einmal in Amerika 1984 und Octalus, der Tod aus der Tiefe 1998. In den frühen 2000er Jahren spielte er die Hauptrolle in der TV-Dramaserie Everwood. Williams war mit der Schauspielerin Pam Vincent verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. In einer emotionalen Erklärung der Familie, die in Verity zitiert wird, heißt es: Treat war voller Liebe für seine Familie, für sein Leben und für sein Handwerk. Und er war in all diesen Bereichen wirklich auf dem Höhepunkt seines Könnens. An alle seine Fans, bitte wisst, dass Treat euch alle zu schätzen wusste und behaltet ihn weiterhin in eurem Herzen und Gebeten. Freunde und Prominente wie William Shatner, Wendell Pierce und Matt Bomer teilten online ihre Reaktion auf die traurige Nachricht. Bomer zollte Williams auf X Tribut und postete: Du warst ein absoluter Schatz, ein wunderbarer Schauspieler und ein noch besserer Mensch. Die legendäre britische Schauspielerin Glenda Jackson ist am 15. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihr Agent Lionel Lana gab eine Erklärung ab, in der er verkündete: Glenda Jackson ist heute Morgen in ihrem Haus in Blackheath, London, nach kurzer Krankheit im Kreise ihrer Familie friedlich gestorben. Michael Caine, der kürzlich an einem Film mit Jackson gearbeitet hat, erzählte PA Media von diesem Erlebnis. Es war dieses Mal eine genauso schöne Erfahrung wie vor 50 Jahren. Ich werde sie vermissen. Nachdem sie in ihrer Jugend ein Stipendium an einer Schauspielschule erhalten hatte, wurde Jackson eine angesehene Bühnendarstellerin, bevor sie 1969 für Ken Russells Liebende Frauen und 1973 für Mann, du bist klasse, mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Doch trotz ihres Erfolges veranlassten Jacksons politische Überzeugungen sie dazu, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen und für die Labour-Partei ins Parlament einzuziehen. Von 1992 bis 2015 vertrat sie ihren Wahlkreis im Norden Londons und übte nach dem Tod der ehemaligen Regierungschefin scharfe Kritik an Margaret Thatcher. My country is being destroyed by Margaret Thatcher. I'm a supporter of, a member of the Labour Party. Oh yeah! In ihren späten Jahren kehrte Jackson zu ihren Shakespeare-Wurzeln zurück und spielte 2016 in König Lear. Zwei Jahre später gewann sie einen Tony für die Darstellung in Edward Albee's Free Tall Woman. In einem Interview mit BBC Radio Wales Drive sagte Sir Jonathan Pryce: Ich glaube ganz einfach, dass sie die größte Schauspielerin ist, die dieses Land je hervorgebracht hat. Und obwohl Jackson sich wegen des Irakkriegs mit Tony Blair zerstritten hat, zollte er ihr auf X Tribut und schrieb: Glenda brachte die gleiche große Leidenschaft in ihr politisches Leben ein, wie in ihre lange und ruhmreiche Schauspielkarriere. Am 26. Juli starb die irische Sängerin Sinead O'Connor im Alter von 56 Jahren. O'Connor, die Ende der 80er Jahre auf den Markt kam, hatte eine jahrzehntelange erfolgreiche Karriere, veröffentlichte 10 Studioalben und wurde 3-mal für einen Grammy nominiert. Ihr Lied Nothing Compares to You aus dem Jahr 1990, ursprünglich von Prince geschrieben und aufgenommen, markierte einen Wendepunkt in ihrer Karriere und wurde weltweit die Nummer 1 und eine der meistgekauftesten Singles der 90er Jahre. Das Musikvideo, das eine emotionale O'Connor zeigt, der eine einzige Träne über die Wange läuft, wurde ebenso populär. Trotz ihres Ruhmes bestand O'Connor jedoch darauf, ihren künstlerischen Werten treu zu bleiben. Sie boykottierte die Grammys 1991 mit der Begründung, dass die Preisverleihung nur den kommerziellen Erfolg anerkenne. Außerhalb der Musik hat sich O'Connor nie gescheut, sich zu sozialen Themen zu äußern. In Saturday Night Live zerriss sie 1992 ein Bild des Papstes, um gegen Missbrauch in der katholischen Kirche zu protestieren. Fight the real enemy. Ihr Freund Bob Geldof sagte einmal der New York Times: Sinead ist nicht der temperamentvolle Typ. Darin ist sie eine sehr irische Frau. Am 31. Juli wurde auf dem Instagram-Account von Paul Rubens bekannt gegeben, dass der Schauspieler im Alter von 70 Jahren an Krebs gestorben ist. Der Beitrag lautete: Gestern Abend haben wir uns von Paul Rubens verabschiedet, einem ikonischen amerikanischen Schauspieler, Komiker, Autor und Produzenten, dessen geliebte Figur Pee-wee Herman Generation von Kindern und Erwachsenen mit seiner positiven Einstellung, seinem Humor und seinem Glauben an die Bedeutung von Freundlichkeit begeistert hat.
Rubens hielt seine Diagnose geheim, aber vor seinem Tod schrieb er eine Nachricht an seine Fans. Bitte nehmen Sie meine Entscheidung dafür an, dass ich nicht öffentlich gemacht habe, was ich in den letzten 6 Jahren durchgemacht habe. Ich habe immer eine große Menge an Liebe und Respekt von meinen Freunden, Fans und Unterstützern gespürt. Ich habe euch alle so sehr geliebt und es genossen, für euch Kunst zu machen. Rubens wurde in den späten 80er Jahren als liebenswerter, kindlicher Charakter Pee-wee Herman berühmt. I know you are, but what am I? Pee-wee's Playhouse wurde 5 Staffeln lang ausgestrahlt, bevor es 1991 eingestellt wurde. Obwohl er hauptsächlich als Pee-wee bekannt war, spielte Rubens auch viele andere bemerkenswerte Rollen in Projekten wie Murphy Brown, dem Film Blow von 2001 und Pushing Daisies. Nach der Nachricht von seinem Tod haben Rubens Schauspielerkollegen und Fans ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Angus Cloud war erst 25 Jahre alt, als er am 31. Juli an einer versehentlichen Überdosis starb. TMZ veröffentlichte eine Erklärung von Clouds Familie, in der es heißt: Mit schwerem Herzen mussten wir heute von einem unglaublichen Menschen Abschied nehmen. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in so vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Cloud hatte eine Woche zuvor den Tod seines Vaters betrauert. Die Familie fuhr fort zu sagen: Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war. Angus sprach offen über seinen Kampf mit der psychischen Gesundheit und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten. Cloud wurde durch seine Darstellung des Drogendealers Freshco in der HBO-Hitserie Euphoria bekannt. I'm not gonna help you kill yourself, Rue. I'm sorry, but you can't be coming over here no more. Er wurde gecastet, nachdem er von einem Talentsucher in Brooklyn angesprochen wurde. Wie Cloud gegenüber ID sagte: Ich dachte definitiv, dass es sich um eine Art Betrug handeln könnte. Aber am Ende habe ich mir die Telefonnummer der Agentin besorgt, weil sie sehr seriös schien. Aber die Berühmtheit war nicht einfach für den jungen Schauspieler, der sich The Face anvertraute. Ich fühle mich nicht wohl mit Ruhm. Ich bin ein ganz normaler Typ, Mann. Der mit einem Emmy ausgezeichnete Schauspieler Ron Cephas Jones starb am 19. August im Alter von 66 Jahren an einer Lungenkrankheit. In einer Erklärung an People sagte Jones' Vertreter: Während seiner gesamten Laufbahn waren seine Wärme, Schönheit, Großzügigkeit, Güte und sein Herz für jeden spürbar, der das Glück hatte, ihn zu kennen. The end is not sad, Rebecca. It's just the start of the next incredibly beautiful thing. Jones wurde vor allem durch seine Darstellung von William Hill, Randall Pearsons biologischem Vater, in der NBC-Erfolgsserie This Is Us, Das ist Leben, bekannt. Für seine Arbeit in der Serie erhielt Jones 4 Emmy-Nominierungen, eine für den besten Nebendarsteller und 3 in der Kategorie herausragender Gastdarsteller. Als die Serie 2022 abgesetzt wurde, hatte Jones bereits 2 Gastschauspieler-Emmys gewonnen. Erst 2018 und dann 2020. Jones hatte jahrzehntelange Hollywood-Erfahrung, aber William Hill erwies sich als die wichtigste Rolle seiner Karriere. In einem Auftritt bei Today im Juni 2022 erzählte Jones: Es gab mir die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, wie gut ich arbeite. Ich bekomme also Arbeit wegen meiner Arbeit und nicht, weil ich mich abmühen muss. Es hat eine Weile gedauert, aber am Ende hat es sich gelohnt. Im Jahr 2021 erzählte Jones, dass er sich nach der Diagnose einer Lungenkrankheit einer Lungentransplantation unterziehen musste. Das sagte er der New York Times. Es war trotzdem eine sehr schwierige und mühsame Genesung. Ich werde mich für den Rest meines Lebens erholen. Am 21. Juli starb die amerikanische Pop-Jazz-Legende Tony Bennett im Alter von 96 Jahren. In einer Erklärung an People gab Bennetts Vertreter bekannt: Der geliebte Sänger, bei dem 2016 Alzheimer diagnostiziert wurde, hinterlässt seiner Frau Susan Benedetto seine beiden Söhne Danny und Day Bennett, seine Tochter Joanna Bennett und Antonia Bennett sowie 9 Enkelkinder. Bennetts Familie hatte seine Diagnose zuvor in einem Profil im AARP Magazine 2021 bekannt gegeben. Trotz seines schlechten Gesundheitszustandes bestätigte Bennetts Frau Susan, dass der ikonische Sänger sein fröhliches Wesen behalten hat, und teilte dies mit. Er sagte mir: Susan, ich fühle mich gut. Das war alles, was er verarbeiten konnte, dass er sich körperlich gut fühlte. Es hat sich also nichts in seinem Leben verändert. Alles, was sich verändert hat, war ihm nicht bewusst.
Der mehrfach preisgekrönte Künstler Bennett trat Anfang der 50er Jahre ins Rampenlicht, als er seine Debütsingle Because of You veröffentlichte. Am bekanntesten ist er wohl für I Left My Heart in San Francisco aus dem Jahr 1962, ein Song, der ihm schließlich einen Platz in der Grammy Hall of Fame einbrachte. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere gewann Bennett 2 Emmy Awards und 19 Grammys, darunter eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Doch trotz seiner vielen Auszeichnungen fand Bennett Erfüllung in den einfacheren Dingen, wie er 2016 gegenüber Forbes zugab. Ich persönlich bin stolz auf meine 4 Kinder und 7 Enkelkinder. Bob Barker, langjähriger Moderator von The Price is Right, starb am 26. August im Alter von 99 Jahren. Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass der größte MC Master of Ceremonies der Welt, der je gelebt hat, Bob Barker, von uns gegangen ist. Barkers langjährige Freundin Nancy Burnett fügte hinzu: Wir waren in diesen 40 Jahren gute Freunde. Er wird uns fehlen. Nachdem er seine Medienkarriere in den 50er Jahren begonnen hatte, wurde Barker 1972 Moderator von The Price is Right. Er moderierte die Sendung 35 Jahre lang und wurde in dieser Zeit mit 19 Emmys ausgezeichnet. Im Jahr 2007 gab Barker seinen Rücktritt bekannt und übergab die Zügel an Drew Carey. In einem Interview mit People blickte Barker, ein Tierschützer, auf seine Price is Right-Karriere zurück. Ich hatte das Vergnügen, 35 großartige Jahre lang mit einer engagierten und talentierten Besetzung und Crew zu arbeiten. Besonders am Herzen lag mir, dass unsere große Popularität mir die Möglichkeit gab, unser gesamtes Publikum täglich daran zu erinnern, wie wichtig die Kastration von Haustieren ist. Barker hatte im Laufe der Jahre Bedenken über seinen Gesundheitszustand geäußert. Nach Angaben von Fox News erlitt der Fernsehmoderator 2017 nach einem Sturz zu Hause eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dann im Jahr 2018 wurde Barker nach schweren Rückenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz seiner Vorgeschichte mit medizinischen Notfällen bestätigte Barkers Pressesprecher, dass der Fernsehmoderator eines natürlichen Todes starb. Am 1. September ist der amerikanische Liedermacher Jimmy Buffett im Alter von 76 Jahren gestorben. In einer Erklärung, die auf seiner Webseite veröffentlicht wurde, heißt es: Jimmy ist in der Nacht zum 1. September friedlich verstorben, umgeben von seiner Familie, seinen Freunden, seiner Musik und seinen Hunden. Er hat sein Leben bis zum letzten Atemzug wie ein Lied gelebt und wird von so vielen über alle Maßen vermisst werden. Buffett starb an den Komplikationen eines Merkel-Zell-Karzinoms, einer seltenen Hautkrebsart, die 4 Jahre zuvor bei ihm diagnostiziert worden war. Buffett begann seine musikalische Karriere 1970 mit der Veröffentlichung seiner Debütsingle Down to Earth. Aber erst 1977, als er Margaritaville veröffentlichte, erlangte Buffett große Popularität. Und obwohl Margaritaville ein Ort würde, an dem viele sein wollten, sagte Buffett der Arizona Republic: Es gab keinen solchen Ort wie Margaritaville. Es war ein erfundener Ort in meiner Vorstellung. Im Grunde genommen erfunden aufgrund meiner Erfahrungen in Key West und der Tatsache, dass ich Key West verlassen musste, um zu arbeiten und dann zurückkam, um Zeit am Strand zu verbringen. Angesichts des kulturellen Einflusses des Liedes ist es keine Überraschung, dass es 2016 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen wurde. Neben seiner Musikkarriere war Buffett auch in seinem Privatleben sehr glücklich. Der Sänger war 45 Jahre lang mit seiner Frau Jane Slungsvold verheiratet und stolzer Vater von 3 Kindern. Am 4. September ist der Leadsänger von Smash Mouth, Steve Howell, im Alter von 56 Jahren gestorben. In seinem Statement gegenüber dem Rolling Stone bestätigte Bandmanager Robert Hayes, dass der Sänger im Kreise seiner Familie und seiner Lieben friedlich gestorben ist. Hayes fügte hinzu: Steve hat sich seit 2 Jahren von Smash Mouth zurückgezogen und die Band tourt weiterhin mit dem neuen Sänger Zach Good. Dennoch wird Steves Vermächtnis durch seine Musik weiterleben. Howells Tod erfolgte kurz nach der Bekanntgabe, dass er sich aufgrund eines akuten Leberversagens in ein Hospiz begeben hatte. Bei dem Sänger, der öffentlich gegen Alkoholismus kämpfte, waren zuvor Kardiomyopathie und Wernicke-Enzephalopathie diagnostiziert worden. Howell war von 1994 bis 2021 Leadsänger von Smash Mouth, als er aufgrund seiner langfristigen gesundheitlichen Probleme seinen Rücktritt bekannt gab. Während seiner Zeit mit der Gruppe verkauften sie über 10 Millionen Tonträger und erreichten mehrere Einträge in den Billboard 200 Albumcharts sowie 5 Top 40 Singles.
Howell und seine frühere Frau Michelle LaRocque hatten einen Sohn Presley, der 2001 im Alter von 6 Monaten an akuter lymphatischer Leukämie starb. Er hinterlässt seine Verlobte Annette Jones. Die Schauspielerin Suzanne Summers starb am 15. Oktober, nachdem sie mehr als 23 Jahre lang Brustkrebs überlebt hatte. Sie wurde 76 Jahre alt. Summers Pressesprecher sagte Page Six, dass ihre Familie geplant hatte, ihren 77. Geburtstag am 16. Oktober zu feiern und zu teilen. Stattdessen werden sie ihr außergewöhnliches Leben feiern und sich bei ihren Millionen von Fans und Anhängern bedanken, die sie sehr geliebt haben. Enjoy each day, 'cause you never know what tomorrow will bring. Summers wurde wahrscheinlich am besten durch ihre Rolle in der Sitcom Herzbube mit 2 Damen und eine starke Familie bekannt. Ihren ersten Auftritt hatte sie als namenlose Blonde im T-Bird, in dem Filmklassiker American Graffiti von 1973. Sie nahm die Rolle sehr ernst und erzählte dem Guardian: "Ich hatte nur 3 Worte in dem ganzen Film. Ich liebe dich. Ich habe den ganzen Tag vor dem Spiegel geübt." Aber das ist noch nicht alles. Summers hat eine lukrative Karriere als Pressesprecherin und Geschäftsfrau gemacht und scherzte gegenüber dem Magazine Entrepreneur: "Wissen Sie, ich habe 27 Bücher über Gesundheit geschrieben. Ich habe 16 oder 18 Jahre lang Fernsehserien gemacht. Ich habe Vorträge gehalten und das, wofür ich am besten bekannt bin, ist der Thing Master." Ihre vielleicht größte Leistung war jedoch ihr Einsatz für die gleiche Bezahlung von Frauen. Im Jahr 1980 wurde Summers von Herzbube mit 2 Damen gefeuert, als sie eine ähnliche Entlohnung wie ihr männlicher Co-Star John Ritter forderte. Trotz dieses Rückschlags sagte sie zu People: "Alle Karrieren stoßen an Grenzen, aber ich erfinde mich neu und ich mache weiter." Am 24. Oktober ist der Schauspieler Richard Roundtree, Legende der Schaft-Filmreihe, im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Sein Manager Patrick McMinn gab eine Erklärung ab. Richards Arbeit und Karriere waren ein Wendepunkt für afroamerikanische Hauptdarsteller. Der Einfluss, den er auf die Branche hatte, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 1993 wurde bei Roundtree Brustkrebs diagnostiziert und er unterzog sich einer doppelten Mastektomie und einer 6-monatigen Chemotherapie als Teil seiner Behandlung. Damals sagte er zu People: "Das ist mir nicht peinlich. Brustkrebs ist bei Männern ungewöhnlich, ja. Aber man muss ein Mann sein, um das zu überstehen. Verdammt richtig." Neben seiner Rolle als John Shaft in der Shaft-Reihe wird Roundtree für seine Auftritte in zahlreichen Fernsehserien in Erinnerung bleiben. Darunter Roots von 1977 und Generations von 1989. Während seiner Karriere, die sich über 5 Jahrzehnte erstreckte, etablierte sich Roundtree als kulturelle Ikone und erhielt zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen. Die Schauspielerin Viola Davis würdigte Roundtree auf Instagram mit einem Posting: "Die Kraft, die Autorität, das Geheimnis und das Eigentum der Sexualität haben sich durch den Bildschirm in unser Leben gebrannt. Das haben sie uns mitgegeben. Ruhe gut, Mr. Roundtree. Mögen die Engel fliegen." Der Friends-Star Matthew Perry starb am 28. Oktober in seinem Haus in Los Angeles, wo er offenbar ertrank. Er war 54 Jahre alt. If I did die, it would shock people, but it wouldn't surprise anybody. Perry, der in Kanada geboren und aufgewachsen ist, zog nach Hollywood, um bei seinem Vater, dem Schauspieler John Bennett Perry, zu leben und verliebte sich in die Schauspielerei. Doch neben seiner Liebe zur Schauspielerei wollte Perry auch im Rampenlicht stehen. In einem Interview mit der New York Times aus dem Jahr 2002 gab Perry zu: "Mir kam der Dampf aus den Ohren, so sehr wollte ich berühmt werden." Doch mit dem Ruhm kamen auch die Probleme. Der Schauspieler kämpfte bald mit seiner Sucht, ein Problem, mit dem er nach seinem großen Durchbruch viele Jahre lang zu kämpfen hatte. Neben Friends hat Perry noch viele weitere Rollen übernommen, darunter 17 Again, Back to High School und Mann, Umstände halber abzugeben oder Scheidung ist süß, sowie die CBS-Neuauflage von Odd Couple. Seinen letzten Auftritt hatte Perry als Ted Kennedy in Die Kennedys After Camelot. Fred White, Earl Bowen, Ben Masters, Tatiana Patitz, Gina Lollobrigida, David Crosby, Lisa Loring, Cindy Williams, Raquel Welch, Stella Stevens, Richard Belza, Jensen Panettiere, Tom Sizemore, Robert Blake, Paul Grant, Lance Reddick, Judy Farrell, Lasse Volander, Michael Lerner, Elizabeth Hubbard, Barry Hamprice, Harry Belafonte, Tim Bachman, Gordon Lightfoot, Jacqueline Zeman, Anna Shay, Astrid Gilberto, Pat Cooper, Ellen Arkin, David McCallum, Michael Gambon,
Rudolf Isley, Billy Miller, Rosalind Carter, Ryan O'Neill, Anna Cardwell, Andre Brower. Falls ihr oder jemanden, den ihr kennt, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, könnt ihr euch rund um die Uhr an die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 wenden, auch per E-Mail oder Chat.